Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um unsere Kolorationsreihe Teil 2. Und zwar kolorieren wir heute mit den Polychromos von Faber-Castell. Ich hole jetzt gerade mal hier meinen Kasten her. Ich habe mir damals den 60er Kasten geholt und bin sehr zufrieden. Ich koloriere nicht mehr ganz so viel mit denen, weil ich tatsächlich immer wieder mal auch ziemlich Schmerzen in den Händen bekomme, weil das natürlich sehr, sehr, sehr viel aufwendiger ist, mit Polychromos, mit Buntstiften allgemein zu kolorieren. Das dauert unheimlich lange. Ja, ich habe mir hier ein paar Töne zurechtgelegt. Wir werden diesen kleinen Vogel hier kolorieren. Ich habe mir hier ein paar Gelbtöne hergelegt für die Brust und ein paar Lila-Töne habe ich mir hier rausgesucht. Und wie immer werde ich das euch alles unten in die Infobox setzen, welche Farbnummern ich benutzt habe. Was ihr dazu braucht, ihr könnt bei den Polychromos im Prinzip jedes Papier benutzen. Also ihr müsst da nicht unbedingt drauf achten auf ein bestimmtes Papier. Ich nehme trotzdem ein sehr glattes, einfach weil ich finde, dass sich das dann schöner miteinander vermischen lässt. Ihr könnt sehr, sehr gut zum Beispiel das Exacompta-Papier nehmen. Das ist richtig, richtig super. Ihr solltet darauf achten, dass ihr einen Spitzer habt, mit dem ihr wirklich richtig, richtig spitzen könnt. Da kann ich euch empfehlen, die Dale 133. Die habe ich. Das ist ich weiß gar nicht, ob ihr das hier steht, aber das ist schwierig zu sehen. Das ist eine super Spitzmaschine, also die kann ich euch nur empfehlen, weil ihr könnt hier einstellen, ob ihr das quasi rund gespitzt haben wollt oder spitzig gespitzt haben wollt. Und das ist also ein super Teil, hat einen tollen Effekt für die Stifte und er lässt sich also super verarbeiten. Bin ich sehr glücklich damit. Jetzt schauen wir mal, ob wir das da so alles hinbekommen, wieder mit meinem Mini-Stativ, aber das ist einfach das andere, das ist ein bisschen, ja, das kann ich ein bisschen niedriger machen, sonst seid ihr so weit weg und dann bringt euch das nämlich überhaupt gar nichts. Jetzt schauen wir einfach mal, wie wir das hinbekommen. Also ich habe hier so eine Magnetplatte, da kann ich mir dann auch immer das ein bisschen so festmachen. Jetzt ist es ziemlich eng drumherum, normal lasse ich mir immer mehr Platz, aber gut. Ich habe einen hellen Lila-Ton, einen mittleren und einen ziemlich dunklen. Und da werden wir jetzt einfach mal schauen, wie wir das am besten hinbekommen. Bei den Polychromos oder bei Buntstiften allgemein ist es wichtig, dass ihr in kreisenden Bewegungen arbeitet, ohne viel Druck. Das ist tatsächlich das Wichtigste bei den Polychromos. Und so nach und nach die Farben aufeinander schichtet. Ihr seht, dass am Anfang ist es sehr mühselig. Also mit Polychromos zu kolorieren ist ein bisschen Entspannung und ein bisschen Meditation tatsächlich. Und aber es macht unglaublich viel Spaß und man kann halt auch wirklich richtig, richtig schöne Effekte erzielen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir den Vogel komplett gemeinsam kolorieren oder ob ich euch tatsächlich nur mal diesen Ansatz zeige und den anschließend alleine kurz koloriere oder kurz, das heißt kurz. Also das dauert bestimmt eine halbe Stunde, bis der fertig ist. Also das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Da seid ihr zum Beispiel mit diesen Alkoholmarkern sehr, sehr, sehr viel schneller fertig. Und ihr seht das jetzt hier. Jetzt habe ich hier im Prinzip nur eine kleine, einzelne Schicht. Und jetzt nehme ich die gleiche Farbe und drücke ein kleines bisschen fester. Und versuche mir jetzt hier ein bisschen Farbe und Tiefe reinzubringen. Und immer, immer, immer in mini, mini, mini
kreisenden Bewegungen. Also wirklich sehr, sehr, sehr sparsame Bewegungen, ganz dezent, ganz, ja, zwar schon mit Druck jetzt bei der zweiten Schicht, aber nicht zu viel Druck. Und jetzt könnt ihr das schon ein bisschen erahnen, dass wir hier schon so einen kleinen, ja, ich sage immer so eine Art, einen kleinen Farbverlauf haben. Könnt ihr das ein bisschen sehen? Und wenn ich jetzt dann natürlich nochmal drüber gehe und ein bisschen mehr Druck, dann wird das noch ein Ticken dunkler. Und so könnt ihr euch, ihr seht jetzt hier diesen Unterschied, diesen Farbverlauf ein bisschen herausarbeiten. Und bei den Polychromos ist es halt ganz, ganz arg super, dass ihr die verschiedenen Farben auch wirklich ganz toll übereinander legen könnt, weil die so auf Ölbasis sind. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man so ein, ja, das ist wie so eine Art Öl kauft, wo man das dann ein bisschen auch vermischen kann. Das habe ich allerdings noch nie gemacht, weil ich mir denke, dass das für mich so okay ist. Also ich hoffe, ihr könnt das so ganz gut sehen. Ist natürlich ziemlich nah jetzt für euch, aber das geht einfach sonst nicht anders. Und jetzt hole ich mir wirklich hier diese Tiefe ein bisschen raus mit diesem Schatten. Also ich habe jetzt immer noch den gleichen Stift. Und werde da jetzt ein bisschen mir das noch rausarbeiten oben. Und bei mir ist es jetzt so, die Sonne kommt direkt von oben. Also das heißt, hier dieser Bereich wird hell und dieser Bereich, die werden dunkler. Und deswegen, jetzt drehe ich mir das ein bisschen, muss ich natürlich schauen, dass ich mir das so rausarbeitet, dass es dann nachher auch einen Sinn ergibt. So halbwegs zumindest. Also ich bin überhaupt gar kein Held mit hier Schatten und keine Ahnung. Ich mache mir das immer, ihr wisst es ja, relativ einfach. Ich möchte einfach, dass es nachher ja ein schönes Ergebnis gibt. Aber ob das alles dann immer so mega politisch korrekt bei mir ist, das bezweifle ich. Und es gibt auch mit Sicherheit welche, die das viel, viel, viel besser können. Und auch wichtig, ich habe hier so einen ganz weichen Pinsel, der ist ultra, ultra, ultra weich. Und mit dem nehme ich mir immer so ein bisschen die Farbkrümel weg, weil ich das nicht gerne mit den Händen verwische, weil die ja natürlich so ein bisschen ölig sind. Und jetzt seht ihr hier, jetzt ist mir hier, seht ihr das? Hier ist jetzt ein Strich. Und zwar ist das wegen dieser Unterlage. Was ihr damit machen, was ihr da noch machen könnt, ihr könnt dann nochmal quasi etwas drunter legen. Dann wird es für euch auch ein bisschen weicher. Und dann kann man das wieder ein bisschen zurücknehmen. Und jetzt also auch wieder kreisende Bewegungen und sehr, sehr, sehr zarte Bewegungen, ganz, ganz, ganz leicht. Und jetzt werden wir hier mal ein bisschen runtergehen. Also ihr seht aber schon den Ansatz von dem Vogel. Also ich glaube, der Grundgedanke von der Koloration kann man erkennen. Aber also wie gesagt, Polychromos, das ist tatsächlich etwas sehr, sehr, sehr zeitaufwendiges. Da muss man wirklich Geduld mitbringen. Geduld, Geduld, Geduld. Also das ist eine schöne, schöne Arbeit, sag ich mal, für den Sommer auf dem Balkon, ein schattiges Plätzchen. Aber also ich finde, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Das geht sehr in die Arme, weil man, klar, man schichtet das schon aufeinander, die verschiedenen Farben und die verschiedenen Stärken. Aber trotz allem hält man ja den Stift immer so verkrampft ein bisschen. Und ja, ich finde, das ist schon ein
ganz anderes kolorieren als wie mit zum Beispiel Alkoholmarkern oder so. Also ihr seht jetzt hier, wir sind jetzt schon ein bisschen hier dunkler und hier werden wir jetzt ein bisschen heller. Jetzt nehme ich den nächsten Ton. Das ist hier Delft Blue. Das ist tatsächlich ein Blauton. Und dann habe ich hier noch, das ist Mauve. Jetzt werde ich mir, weil ich mir nicht sicher bin, hier erstmal einen Strich machen. Und dann werde ich mir mit dem mal einen Strich machen. Und ich finde, das ist jetzt ein bisschen dunkler. Jetzt werde ich erstmal den Mauve-Ton nehmen und werde jetzt hier mit dieser nächsten Tönung auch wieder ein bisschen mir noch Farbe herholen. Ihr seht es. Und werde mir da jetzt ein bisschen das Dunklere ein bisschen mehr rausarbeiten. Ihr habt halt hier jetzt nicht so sehr die Möglichkeit, das so miteinander zu verblenden. Das funktioniert zwar schon, aber nicht ganz so gut wie jetzt mit diesen Alkoholmarkern, weil ihr die andere Farbe nicht mehr flüssig macht in dem Fall. Das sind ja keine flüssigen Farben. Jetzt nehme ich mir wieder diesen helleren, wo wir vorhin hatten. Und versuche das hier jetzt ein bisschen auszublenden. Und so könnt ihr das nämlich dann ganz gut machen. Ihr seht jetzt hier dieser Übergang. Das blende ich jetzt mit diesem helleren Stift ein bisschen aus. Und nehme jetzt wieder doch den dunkleren nochmal und gehe jetzt ganz am Rand nochmal nach. Und auch hier nochmal ein bisschen, weil das Gesicht hat ja quasi wie so Falten, wie so Schatten. Ja, doch, so kann man das dann ganz gut lassen. Ja, und so ist es im Prinzip. Also ich werde euch dann das fertige Ergebnis nachher zeigen, weil das tatsächlich, denke ich, zu viel wird, euch jetzt da komplett mitzunehmen. Jetzt nehme ich hier nochmal ein bisschen die Blau, oh mein Gott, also das ist dieses Delft Blue. Wie gesagt, ich werde euch das alles in die Infobox setzen und werde hier nochmal wirklich ganz minimal nur so ein bisschen noch die Schatten ergänzen oder die dunkleren Stellen in dem Fall. Und jetzt muss ich das drehen, weil sonst werde ich zu dick. Und jetzt nehme ich die andere dunkle Tönung, dieses Mauve, und werde wieder dieses Blau so ein bisschen versuchen zu verblenden. Und das ist im Prinzip dieser Trick bei den Polychromos, dass ihr gefühlt 300 Mal über die gleiche Stelle geht, also wirklich gefühlt. Und ja, jetzt werde ich auch wieder dieses Hellere nehmen und werde dieses Hellere nochmal benutzen, um diese verschiedenen Schichten nochmal ein bisschen mehr miteinander zu verblenden, versuchen zu verblenden. Also wichtig ist, dass ihr, wenn ihr mit Polychromos arbeitet, kein Aquarellpapier benutzt. Das würdet ihr euch sonst so aufribbeln. Also so, das ist meine Erfahrung zumindest, dass es nicht so gut funktioniert mit dem Aquarellpapier, weil es halt einfach, Aquarellpapier ist halt wirklich dazu gedacht, dass man die Farben auf dem Papier schiebt. Und hier arbeite ich das ja fast schon ins Papier ein. Und deswegen funktioniert das nicht so gut. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Also ihr seht es hier, natürlich sieht man von der Nähe auch immer diese Schatten. Ihr seht es hier, könnt ihr das erkennen, dass ihr diese Striche einfach seht. Es ist nicht so ein ordentliches Ergebnis, wie wenn ihr mit Alkoholmarkern arbeitet. Aber nichtsdestotrotz liebe ich meine Polychromos. Ich merke jetzt nur schon wieder, dass mir vom Druck hier der Zeigefinger ein bisschen wehtut.
Aber da müssen wir jetzt durch. Ich werde den jetzt voll fertig machen und werde euch im Anschluss ein Bild von dem einblenden. Und dann könnt ihr euch ja jetzt ungefähr vorstellen, wie ich das dann fertig gemacht habe. Ich gehe wieder von dunkel zu hell. Also ich fange mit dem hellen an und setze mir dann die dunkleren Schatten. Und diese gelben Töne, die werde ich jetzt versuchen, ein bisschen den Bauch, quasi wie wenn das Licht so drauf scheint, und den Schnabel. Und wie gesagt, ich zeige euch dann gleich das Ergebnis. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Woche tun wir zusammen mit Aquarellfarben kolorieren, was auch ein ganz spannendes Thema ist, weil das komplett was anderes ist, mit sehr viel Wasser und Farbe und verschiedenen Schichten. Und wir testen auch zusammen dieses Aquarellpapier vom Action. Das ist sehr stabil, das ist 300er Grammatur. Ich habe auch ein richtiges Künstler-Aquarellpapier da, das habe ich bei mir von der Arbeit mitgenommen. Falls es mit dem Aquarellpapier vom Action nicht funktionieren sollte, haben wir da dann noch eine Möglichkeit, das aufzutragen. Ihr könnt, wenn ihr Polychromos nehmt, habe ich vergessen zu sagen, könnt ihr jegliches Stempelkissen benutzen. Das ist völlig Jacke wie Hose. Ich habe das jetzt aber mit meinem Hybrid-Stempelkissen von Memento gestempelt. Das ist einfach so das, was ich eigentlich immer benutze. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Am Anschluss kommt noch ein Foto von dem kleinen Scheißer. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss. So, meine Lieben, ich habe euch jetzt mal noch mal ein bisschen dazu geholt. Ich habe jetzt mich entschieden, ich werde euch das so zeigen, damit ihr auch mal seht, wenn es einen Fehler gibt. Zum Beispiel bin ich hier zu dunkel geworden. Seht ihr diese Stelle? Das hier ist der Flügel. Das ist das Schwarze im Untergrund. Der ist so. Der ist hier auch. Aber hier konnte ich ihn schöner verblenden wie hier. Das ist auch mir passiert sowas. Das ist einfach ein Fehler. Ich habe das nicht gut genug gedreht, dieses ganze Tierchen hier. Ich kann das jetzt auch nicht mehr so gut korrigieren, weil ich eben nicht mit Öl arbeite. Aber es ist nicht weiter schlimm. Mir gefällt er trotzdem. Ich habe in der Mitte jetzt dieses Helle benutzt. Ich habe mir noch Weiß mit dazu genommen. Moment, so rum. Also das ist ganz normal Weiß. Dann habe ich noch Schwarz. Und zwar habe ich mit Schwarz hier wirklich explizit hier diese dunklen Stellen, da bin ich immer noch mal so ein Stück nachgefahren, aber wirklich nur, damit es ein bisschen Tiefe ergibt, ganz minimal. Und ich habe für mich jetzt wieder gedacht, dass es schon leichter ist, wenn man sich drumherum ein bisschen mehr Platz lässt vom Papier, kann man es einfach auch besser halten. Und dann habe ich mir noch dieses Gelb mit dazu genommen. Aber wie gesagt, ich werde euch das alles in die Infobox schreiben. Die Möglichkeit, dass wir jetzt noch zusammen diesen Schnabel geschwind machen, wollte ich uns jetzt nicht nehmen. Also wie gesagt, ich gehe jetzt mit diesem ganz, ganz, ganz hellen Gelb ganz leicht und werde dann von oben her wieder ein bisschen dunkler. Jetzt habe ich zu fest aufgedrückt, jetzt ist mir ein Stück abgebrochen, aber das ist nicht weiter schlimm. Und dann habe ich hier jetzt diesen bisschen festeren Gelbton, dieses bisschen dunkleren. Und ihr seht es hier, gibt es so ein bisschen ein Highlight. Und da gehe ich auch gar nicht so arg weit runter. Und nehme dann noch einen dunkleren Ton und gehe mit dem wirklich nur ganz oben ein bisschen hin. Ganz, ganz oben. Und das war es auch schon. Also so werde ich das jetzt auch auf jeden Fall lassen. Ihr könnt jetzt noch mit dem Weiß einfach das ein bisschen noch verblenden. Das geht mit dem Weiß ganz gut. Mit diesem Blender quasi. Und dann sieht das ein bisschen verwaschener aus, gewollter aus. Und dann denke ich, ist das so ganz ordentlich geworden. So kann man das lassen. So finde ich den ganz süß, den kleinen Scheißer. Also wie gesagt, es ist halt jetzt, ihr seht es jetzt natürlich auch extrem nah, aber ich wollte es euch halt einfach auch mal zeigen. Also wenn ich euch jetzt wieder rausnehme,
dann, wenn ihr das dann auf einer Karte seht, dann sieht das quasi schon ganz anders aus. Also wenn ihr das quasi so auf einer Karte sehen würdet, ich habe jetzt wie gesagt das kleine Stativ, dann sieht das schon ganz cool aus. Also so nah, wie wir jetzt das gerade gemacht haben, macht man jetzt wirklich nur, weil man das dann zeigen will, eben halt zum Testen. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ich werde jetzt noch die Füßchen ein bisschen machen. In dem Fall werden die Füßchen bei mir gelb werden, weil der Rest von dem guten Vogel ja auch schon gelb ist. Da werde ich jetzt auch gar nicht großartig verblenden. Ich werde jetzt von oben her mit einer dunkleren gehen und von unten her mit einer helleren. Und dann war es das auch schon. Das sind so kleine Sachen. Das geht so nebenher. Ja, und dann ist der fertig, der kleine Scheißer. Was ich jetzt tatsächlich noch mache, das mache ich ja bei allen meinen Stempelabdrücken. Ich nehme mir jetzt hier diesen Jelly Roll. Da habe ich ja diese 08. Das ist so den, wo ich eigentlich am meisten benutze. Und da werde ich mir jetzt auch noch... auch über die Polychromos noch ein Highlight setzen. Da ist er nicht ganz so stark wie auf den Alkoholmarkern. Aber ja, das ist einfach so. Da werde ich mir noch die Augen ein bisschen nachfahren. Und was ihr jetzt dann noch machen könnt, wenn ihr Lust dazu habt, ihr könnt euch auch wieder, auch bei Polychromos, könnt ihr euch wieder so einen Wink of Stella nehmen und könnt da ein bisschen einen Glitzer drauf machen. Das geht auch bei den Polychromos ganz gut. Da passiert denen auch nichts. Ich werde jetzt einfach gerade das Helle noch ein bisschen rausarbeiten und zeige euch das dann jetzt, dass ihr das seht, dass das hier, Moment, jetzt könnt ihr das ein bisschen sehen. Jetzt glitzert das ein bisschen und das ist ganz süß eigentlich. Und ich finde die Farbkombination echt cool mit diesem rosa, mit diesem lila und mit diesem knalligen Gelb. Das gefällt mir ganz gut. Die Augen lasse ich so weiß, da werde ich nichts dran ändern, weil ich finde, so ist der schon ganz hübsch geworden. Ja, jetzt habe ich euch das Ergebnis doch noch ein bisschen so gezeigt. Ich finde es besser als wie bloß Bilder, weil dann kann ich euch das auch ein bisschen noch erklären, worauf ihr tatsächlich achten müsst, wenn ihr solche Sachen macht. Also ihr seht das auch, klar, ich bin ja meilenweit davon entfernt, irgendwie ein Profi zu sein. Aber auch mir passiert sowas und ich stehe da aber drüber, weil das ist handgemacht und wem das nicht gefällt, der merke ich mir das einfach und der kriegt dann von mir auch einfach nichts mehr fertig. Also da bin ich ganz unkompliziert. Und ja, ich zeige euch jetzt mal noch kurz mit dieser Maschine, wie das funktioniert. Das werde ich euch mal kurz ein bisschen höher machen. Ich hoffe, dass ich das so ein bisschen, ja, schräger seid ihr jetzt zwar, aber so kann ich euch das zeigen. Also das ist, wie gesagt, diese Dale, die kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr vorhabt, viel mit Buntstiften zu kolorieren. Die könnt ihr auch für alle möglichen. Und die ist auch nicht mega teuer. Die hat 13 Euro oder so gekostet. Also es geht wirklich. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt 45 Euro kostet oder so. Und auf jeden Fall macht ihr die hier so auf. Und jetzt werde ich mir gerade mal einen Stift raussuchen, wo ihr das dann nachher gut sehen könnt. Also hier, der hier ist zum Beispiel jetzt ziemlich rund und dann drückt ihr hier drauf und klemmt den so ein und dann kurbelt ihr das einfach nur. Und wenn ihr merkt, dass es keinen Widerstand mehr gibt, dann könnt ihr den so rausziehen und dann seht ihr mal, was ihr jetzt hier für eine super geile Spitze habt. Also das ist wirklich, wirklich so eine tolle Maschine. Also für Buntstifte kann ich die euch wirklich nur empfehlen. Und es gibt ja auch dieses Dotting-Malen. Also mit Polychromos kann man ja auch quasi, wir haben ja jetzt kreisend gemalt, aber man kann auch punktuell und mit Strichen malen. Und da braucht ihr einfach so eine richtig tolle Spitze. Und da ist die Dale also wirklich hervorragend dafür geeignet. Und ja, wenn ihr so ein bisschen teurere Buntstifte kauft, was ja die Polychromos einfach sind, dann würde ich euch das schon empfehlen, dass ihr euch die Stifte einfach auch nicht totspitzt und dass ihr halt eben auch lang was davon habt, weil wenn ihr ständig spitzen müsst und so hebt die Spitze einfach
doch sehr, sehr lange, weil sie halt sehr, sehr lang gespitzt ist. Also die ist ja nicht nur quasi spitzig gespitzt, sondern auch spitz und lang. Und deswegen ist das bei der Dale halt einfach perfekt für die Polychromos. Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, der kleine Scheißer, der wird dann jetzt noch ausgeschnitten und wird zu dem Hasen gelegt, den wir letzte Woche koloriert haben mit unseren Alkoholmarkern. Und am Ende von dieser Reihe werden wir dann mit diesen kleinen Scheißerchens etwas zusammen gestalten. Lesezeichen oder Anhängerchen oder keine Ahnung. Da werde ich mir dann noch was einfallen lassen. Gut, meine Lieben, bis dahin. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, ein bisschen Spaß gemacht. Nehmt das Ganze nicht so ernst, auch wenn es mal ein bisschen daneben geht. Es ist, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, wir haben handgemachte Sachen und das ist auch nicht ganz so tragisch. Wir wollen ja auch alle keinen Wettbewerb davon gewinnen, sondern wollen einfach Spaß haben an unserer Kreativität. Und von dem her gesehen, finde ich das nicht so tragisch. Gut. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut. Tschüsschen.